Wir kommen zurück bei Elden Ring. Hier bimmelt schon wieder was. Ich höre schon wieder was bimmeln. Bei dir bimmelt immer irgendwas. Als Maul. So, hör auf, wir blocken den Arsch durch die, dann bimmelt's weniger. Dann holen wir uns mal das Vieh. So stark wird er schon nicht sein. Am Anfang ist er stark. Ach, meinst du mag mal den Wurm? Ja. Naja, den rutscht mir jetzt. Ich sollte dafür eingeschaltet sein, dass er sein. Ach, der mag mal den Wurm nicht. Gut, ich laufe hier mit einer anderen Waffe rum als ihr. Oh mein Gott, hätte ich nicht erwartet. Natürlich läufst du mit einer anderen Waffe rum, was ist das für eine Aussage? Ja, weißt du denn mit welcher Waffe? Hä? Hä? Mit einem Riesenpenis, jetzt Fresse! Eisiges Ball plus 9. I. Ja, das macht zum ganz guten Damage. In der Lexa mein I. Wenn ich überlege, den Streamer, den ich kenne, der ist die ganze Zeit nur mit der Hochland-Axt durch die Gegend gelaufen, hat das die ganze Zeit aufgewertet. Große Axt hat der genommen. Heilige Scheiße hat der mit der großen Axt Damage gemacht. Ja, die macht schon ordentlichen Schaden. Wenn man die richtig skillt. Wenn man die richtig skillt, macht die ordentlichen Schaden. Der ist quasi. So. Ja? Und das Fingersiegel habe ich übrigens auch plus 20, also das ist auch OP. Das steigert nämlich die Attacke von der Fäulnis und von dem Drachenfeuer. Black! Ja. Nein. Doch! Ich aktiviere ja gerade was, also nein! Doch! Ich will auch! Ich habe gerade im Turm das Tail aktiviert, du blöde Kuh! Ehrlich, keine Minute kannst du warten. Im Tour. Ja, hab ich doch. Etagen? Bitte, das ist doch hier hinten. Rote. Und du bist in der verfickten Höhle. Du kannst nicht rauswarpen, du blöde Kuh. Das heißt, ich muss vor die verfickte Tür. Kann ich nicht. Lauf durch, du Opfer. Gib dir gleich, du Mopfer. Und ich wundere mich schon, warum die Scheiße nicht portet. Da steht in der verkackten Höhle. Ich hab gedacht, das kann man sehen. Du aus einer Höhle nicht rausporten kannst. Dann kann ich jetzt auch laufen. Dann kann ich jetzt auch laufen. Ach ne, ich bin in dem Glück. Lindwurm. Mach die Türe auf, mach die Beine breit. Was? Dann ist das ganz schnell soweit. Warte ich nur für was? Das ist im Geiltunnel. Geiltunnel? Sicher, dass wir nicht den goldenen Scarabeus holen wollen? Sicher, dass du da rein willst, ohne Fäulnisresistenzen und sofort tausendmal sterben willst? Hab ich doch. Glaube ich nicht, dass sie das will. Falsche Richtung. Die falsche Richtung. Ja, wir wollen nach oben und nicht nach unten. Unten ist nur ein Boss, oben ist, sagt man das aktivieren der großen Rune. Ach, ist ja gerade, den habe ich doch gar nicht gehabt. Dann gehen wir mal zur Kirche. Von da aus können wir hinreiten. Schade. Gib dir gleich Schade. Schade, ich hab gedacht, du fällst da runter. Hält sich für was Besonderes nur, weil dein Schwert länger ist? Ja. Muss mich von meiner Länge des Schwertes definieren. Nagakiba, extra geholt für sie. Hey. Oh, weißt du, wo du das Schwert herkriegst, Nagakiba? Musst du ja extra einen NPC für töten. Ist dann nur blöd, dass die auch schon sehr viele Sachen gepatcht haben, was OP war. Ja, sie haben mein Schwert schlechter gemacht. Tja, hässlich. die wollen halt, dass sich die Leute anstrengen, um etwas zu erreichen. Weil wie gesagt, es werden halt immer wieder neue Sachen gefunden. Bring! Nee, dann werden meine 34k Seelen weg. Kein Problem, spring einfach.
Wir sind ja noch Huhn, die ich mitnehmen kann. Ach, da hinten ist die Festung oder was? Nee, hä? Das ist die Höhle der Bestie, du Nuss. Ach, das Ding ist jetzt direkt unter mir. Oder? Nee, hä? Doch. Du Arsch! Ich glaube, es hackt hier. Wolltest du mich hier runterfallen lassen oder was? Nö. Doch. Ich wollte nur, dass du die Beine brichst. Echt nix. Ach, da ist der Eingang. So. Wölfe vorsichtshalber bereit machen. Oh, das war eine gute Idee. Ach Gottchen, was willst denn du mit deinem halben Schwert hier, ha? Lass mich doch einfach nur zu deinem Boss. Ich will zu deinem Boss, aber jetzt! Ja gut, die Gegner können das ja nicht riechen, wie stark oder gut du bist. Ja, auch komisch. Dunkelschmiede Stand 2. Ich würde jetzt aufpassen, da steht einer rechts um die Ecke. Da ist er ja. Da ist schon mal die Gnade. Wie ein wo du mir einfach so einen Schlag gibst, dass ich durch die halbe Map fliege. Ist von der anderen Seite verschlossen. Jo, wie du zurückgeschleudert wurdest. Muss ich hier runter? Hier rechts am Rand, wo ich bin. Hier rechts am Rand. Oh, da kannst du eigentlich auch runter. Hier? Oh, tschüss. Ja, dann läufst du hier hin, wo ich bin. Am Rand her. Hinter dir. Hm. An der anderen, genau an der Wand. Kommst du zu mir und dann springen wir beide hier runter auf das Ding, was zusammenbricht. Dann fallen wir da runter, das juckt aber dich. Dann, jump. Oh. Oh nein. Juckt aber nicht, sag ich doch. Pass auf, jetzt kommt's richtig schön. Wenn wir hier sind, gehen wir dann hier runter. Was? Hallo? Ich bin hier schon runtergelaufen, aber... Jetzt? Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Wir müssen da rechts auf das Ding. Boss, wo bist du? Dein Ernst? Und dann wieder hier zurück. Oh mein Gott. Da ist doch das Ding. Ich bin tot. Das ist mir auch meine Seelen sind weg. Ja, musst du halt nur wieder dahin laufen. Ist doch alle kein meine Seelen sind alle weg. Wieso? Jo, das weil ich vorhin gestorben bin, du Sack. Und wann? Ich die ja vorher nicht noch mal einsammeln durfte. Weil du die ja nicht bist du gestorben? Vorhin. Wann stirbst du eigentlich immer? 34.000 Seelen weg, Alter, ich kotze. Sind drei Level. Drei Level. Eine Spur bei dir. Geil, das ist doch. Fuck, Alter, ich seh nix. 34.000 Seelen ist ein Level. Ah, fuck, ich da. Ach, der gute alte Schaden. Schnauze. So. Der ist schon mal weg. Ich bin wieder tot. Ich komm da nicht rübergesprungen. Ich versuche mal den Wegpunkt zu holen, ne? Mach doch mal. Du meinst der, der ganz unten ist? Ja. Er ändert eh nichts, meine Seelen sind eh weg. Die sind eh weg! Mann. Kannst du einfach mal tot liegen bleiben? Nein. Warte mal, ich kann dir die Tür gleich aufmachen. Und an dieser Tasse ist er auch meine Seelen legen. Ah! Böser Gegner! Ich dachte böser Gegner, nicht schlag mich.
Uiuiuiui, wenn du noch härter zuspickst, gewinnst du den Preis. Arschloch. Mann, 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 wer hat dir so viel Angriffspower gegeben? Alter, es ist ein Mini-Boss oder was ist das hier? Hör mal auf zu... Mann, Mann, Mann. Und 1700, willst du mich verarschen? Mongo-Gesicht. Mann, 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 hat der einen Schaden. So. Oh Gott. Ja, bitte? Hm? Ich fahre jetzt gerade nach oben, nicht nach unten. Ja, dann bist du jetzt bei mir. Warte, ich mach die Tür auf. So, das war der erste. Müssen wir hoch. Wo war der nächste? Was habt ihr gesagt? Da geh nicht auf. Vulkan. Ja, aber hier hinten. Ja, aber hier hinten nicht noch einen. Einmal ist das, wenn du um die Vulkanmenschen rumreitest. Ganz hinten ist ein Vulkangebiet, wo du diesen Zauber findest. Ach da, ja, wo du oben hochklettern musst. Da ist einer. Habt ihr zufälligerweise den Namen von der Höhle? Vielleicht habe ich die schon, weil ich habe hier einiges an... Der ist keine Höhle. Der ist okay. Im Vulkangebiet, ist der oben, ganz oben auf einem Berg drauf. Bevor du zum Haus Vulkan... Bevor du zum Haus Vulkan kommst. Ach, der ist davor. Aber ihr redet jetzt nicht von diesem großen Skorpion, oder? Ja, und. Warte, wo müssen wir nochmal hin? Müssen wir nicht nach unten? Irgendwo kann man hier weiter. Ne, unter Hausvulkan ist auch noch einer. Ja, und oben auf dem Berg ist noch einer. Müsste man nochmal lang verfickte Ficken, Fack, Bucken, Ducken, Lucken, Gucken, Bucken. Hier einmal rum? Hier lang. Genau, da wo du herläufst. Und dann wieder da runter. Hihi. Jetzt ab, also sonst stirbst du, aber das überlebst du oder was? Richtig. Abwärts. Das ist so unlogisch. Ja, ja, voll unlogisch. Ach, jetzt haben wir hier wenigstens den Gnadenpunkt, verdammte Scheiße, ich will meine Tränke wieder haben. So. Reit hierher. Berg hoch. Genau, der Gegner da unten ist ein Arschloch. Den können wir entweder bekämpfen oder wir rennen an ihn vorbei. Bekämpfen. Das war mir so klar, dass ich wette gegen diesen Skorpion verkacke ich schon wieder. Der ist rasend schnell. Skorpion? Attacke. Was für ein Skorpion? Ausgewachsene Sternfallbestie. Ach so, die. Autsch. Ja, lass dich doch überrollen, Alter, du Doofkopf. Aber. Hihi, jetzt kommt Götterskalp. Kennst du den? Nein! Götterskalp? Oh, viel Spaß mit dem. Apostel. Aua! Das erste, was er macht, mir ins Gesicht schlagen. Warum macht das eigentlich jeder immer? Habe ich echt ein Gesicht zum Reinschlagen oder was? Ja, ich weiß nicht, was du. Ja, so nah und auch wieder nicht. Alter. Leck, ich brauche ein paar mehr Tränen. Tränen? Ja, meine Tränke sind so schlapp. Ach so, die Tränen. Wo bekommt man das? Ja. Der nicht gewonnen hat. Was hast du denn, wie viel Plus? Nicht viel auf jeden Fall. Ja.
Ja, komm, als ob deine Attacken alle wieder richtig ab. Danke. Hast du okay? Das ist doch alles Match. Weg, 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 weg. Ja, das war von mir ein bisschen spät. Ja, klar! Gib mir eine Combo in die Fresse, da steh ich drauf! Reiß mir das Leben raus! Schick mir deine Sichel in den... Aua! Ja, der trifft mich natürlich in der Luft. Das ist natürlich der sehr viel zurück. Gemacht. Okay, der ist Resistenz gegen Feuer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich habe das auch fast gedacht. Muss ich dann irgendwie zurück oder muss ich da stehen bleiben? Sobald er sich dreht, musst du einfach abhauen. Ja, toll. Ich weiß nicht, ob bei ganz nah ran auch noch geht, aber ich hau immer. Ja, wenn ich nach hinten gehe, dann stehe ich halt genau in der Grütze drin. Ich glaube, ich bleib da einfach mal stehen. Klar! Was los? Warte mal. Wie viel Plus haben deine Tränke? 5. Ja, habe ich auch. Denselben Fehler mache ich nicht. Aber du hast mehr Tränke als ich. Ich habe 6 Heiltränke. Ich habe 5. Oh, ich habe auch was nicht drin gehabt. Wenn du auf Mana gehst, dann geh noch 2 auf Mana. Sehe ich gerade. Ich habe 6 Mana-Tränke und 6 Heiltränke. Was war das denn jetzt für ein Bug? Aber es gibt doch da auch einen Trick, dass der den Hang runterspringt. Dann stirbt der doch auch. Ich muss ihn nur dahin locken. Oh shit. Pfui. Das war nicht sehr nett von dir. Warte. Das sollte er jetzt natürlich nicht machen. Warum habe ich nur 2 von diesen Talisman-Ausrüstungsdinger frei? Weil du mit der Alten nicht gesprochen hast, die im, bei der Tafelrunde ist. Oh ja, da müssen wir da gleich mal hin. Ich kann die nicht anvisieren. Aua. Mimik. Thank you.
Also ich stehe drauf, bei dir beizustechen. Ich habe schon wieder einen Bug gerast. Ein sehr schönen Bug für mich, muss ich mal leider zugeben. Schon trink den Trank. Aua. Schaden. Kapuze des Ostes, der was? Komplette Ausrüstung des Götterskalbs. Was bringt die? Aussehen. Keine Ahnung. Hier ist noch eine Kiste unten. Ja, warte, ich will die erst anziehen. Mit dem legendären Großschwert des Gottestöter. Siehst du, diesmal haben wir gar nicht so oft gebraucht. Nö, ja, immer nicht. Und er hat ziemlich viele Seelen gegeben, wenn du dir das mal anguckst. Wow, ich hab 99.000. Schwert, der... Wie sieht das denn aus? Was? Ja, komm, warte. Boah! Großschwert der Götter. Oh, der ist cool. Eins der legendären Schwerter. Nein. Komm. Ja, bleib noch länger auf der Stelle liegen. Testest du gerade alles aus? Ja, ich guck mir gerade die. Ich habe ja jede Menge Schwerter gekriegt. Ja, Kumpel, ich habe genug Heiltränke. Ich gehe mal zurück. Ja, wir können uns auch zum Dings teleportieren. Zur Tafelrundfeste. Achso, wir müssen noch hier zum Krater des gefallenen Sterns. Wir müssen noch so vieles herzgehen, aber erstmal gehen wir jetzt zu der Tafelrunde, dann kann ich nebenbei meine Seelen da ausgeben und dann leck mich am Arsch. Ey, Herzgen, wie lange machst du heute eigentlich? Bis um 3. Oh mein Gott. Also, hatte ich zumindest vor. Wie sehr hast du meinen Schlafrhythmus? Weiß ich nicht, warum. Nur so. Ein Interesse halber. Okay. Was brauche ich denn? Ich brauche mehr Leben. Ich brauche ein bisschen Weisheit und ich brauche mehr Geschick. So. Hab meine Stats verteilt. Oh, hier sitzt die Alte hier. Leg dich vom Rand weg, Alter. Jetzt sitzt die da. Ohne? Verteil mal lieber deine Seelen gleich. Ja, ich weiß. Und sprech mit der Alten, die Dings ist, bei den zwei Fingern. Oh ja, muss ich unbedingt. Aber erstmal mache ich hier. Well, I took you no matter to lay out your own. Bleib mal mit dem ganzen Scheiß weg. Komm. Na komm.
einen Fehler machen. Mach einen Fehler. Schnauze. Niemals. Jawohl, ich hab ihn. You have earned the right to be now, to become the thing as much. 25.200 Runen. Warum gibst du mir keine Trophäe? Du warst locker eine wert. So. Sternlichtsplitter. Ja, brauche ich eh nicht. Brauche ich nur, wenn ich Magier bin. So. Irgendwo ging es hier, ne? Genau da. Ich geb dir, was passiert, wenn ich der Alten nicht den Trank gebe? Sondern dem Vater das sage. Dann verwahrt der Vater den und ihr passiert nichts. Gut. Was ist das für eine Frage? So, also ich stehe jetzt am Eingang vom Haus des Vulkans. Okay. Nein, der ist unten in den Teich, Unterhaus bekam, wenn du in den Geheimgang gegangen bist. Ach, du meinst da, wo ich hinkomme, wenn mich diese eine Jungfrau tötet, oder was? Nein, pass auf, kennst du den Geheimgang nicht? Ich kenne nur den Geheimgang, wenn dich die alte Jungfrau killt, dass nein, du nein, da auf, unten im Lava stehst. Pass auf, du warst denn schon mal in Nasha? Keine Ahnung gerade. Warst du schon mal im Haus Vulkan drin? Ja. Du nimmst die zweite Tür rechts. Moment, ich geh mal kurz da rein. Ich hab ja sowieso schon... Da, wo eigentlich die Schlangenalte steht, die Tochter, ne? Die steht da eigentlich drin. Ich geh da jetzt einfach mal rein. Weil da gibt es ja drin auch eine Gnade, wo du... bei der Alten rauskommst, die dann auf diesem einen Stuhl sitzt. Echt, jo, du meinst ganz am Anfang in der großen Halle. Aus Vulkan. Genau da. Ja, ja, dann gehst du rechts zu den Zimmern, also das Gästezimmer und nimmst die zweite Tür rechts. So. Ah, jetzt bin ich bei dieser Tosnelda, die sowieso nicht mehr da ist. So. Wo gehen wir hin? Moment, Bohne. Bist du da drin? Ja. Dann rollst du hinter die hintere rechte Wand, rollst du gegen. Hintere rechte Wand. Ach, da wurde sich da so ein Geheimgang öffnet, ne? Ja. Jawohl, ja, da war ich schon drin, da bin ich durchgelaufen, wo die Schnecken sind, meinst du, ne? Ja, und da kannst du ja noch in das Gebiet, was tiefer dann unter dem Haus Vulkan ist. Mhm. Und da und in einem Lavateich wohnt einer von den Magma-Würmern. Ah, okay, alles klar. Limgraveford Hate West. Limgrave. Ist da, wo das rote Zeichen ist. Ah, okay. So, erstmal Laterne ausrüsten, damit wir hier überhaupt was sehen. So. Weiter waren wir auch noch nicht überall. Ich hab. Ist das normal, dass ich zweimal Godric hab? Ja, weil du sie verdoppelt hast in der Schildkröte. Also kann ich eine wegmachen? Du kannst auch alle wegmachen. Nein, wenn du sie nicht ausgibst, kannst du sie alle nehmen. Ihr Schnecken, ihr gibt mir nicht genug Runen. Haut ab. Oh, Handbuch 21. Das hatten wir auch noch nicht. Oh, scheiße. Kann noch... Warte mal, ich kann noch eine Dings machen. Asche des Wahnsinnigen Kammern. Das hatte ich ja auch noch gehört. Oh, das waren, glaube ich, zu viele Seelen. So. Ach, ne. Haben wir hier noch was? Treppe runter. Oder geht's hier noch irgendwo? Nein.
Ach da, jetzt weiß ich, wo wir hingehen. In die Tiefen der Hölle. Ja, ich weiß, wo wir hingehen. Ihr, die eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Leck, halt's Maul. Was ist? Da steht über der Pforte zur Hölle. Ja, ich weiß. Oh, noch nie Dante gelesen? Doch, hab ich. Bist du gerade gestorben? Nee, das sieht nur so aus. Warte, hast du mal Dante gelesen? Also bitte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö.